Frau Merkel, 2002, 2003 haben Sie den Irakkrieg unterstützt, der ISIS entstehen lassen hat. Ist das Ihr politisch größter Irrtum gewesen? Ich unterstütze nie einen Krieg. Ich habe auch den Irakkrieg nicht unterstützt. Das Ziel ist definiert und das Ziel ist der Krieg gegen den Terror. Wer führt den Krieg? Der Krieg wird geführt durch verschiedene Alliierte, die sich sozusagen in der Anti-ISIS-Koalition zusammengeführt haben. Und diesen Krieg unterstützt die Bundesregierung. Es heißt ja neuerdings, wir lebten in postfaktischen Zeiten. Postfaktisch. Faktisch. Wir tun alles bis hin zur Propaganda. Das ist praktisch postfaktisch. Faktisch. Das ist immer wieder ganz wichtig. Dafür gibt es viele Beispiele. Zum Beispiel, wenn es was im arabischen Raum zu viel gibt, dann Waffen. Deswegen liefern wir auch keine mehr dahin. Es sei denn, wir liefern Schiffe auch an Saudi-Arabien. Zu Rammstein haben wir schon so viel gesagt. Zur von ihm behaupteten Beteiligung von Rammstein am von ihm so behaupteten Drohnenkrieg. Glauben Sie nicht an Gerüchte und bewusst gestreute Falschinformationen. Dass die US-Regierung außerdem darüber informiert hat, dass der Luftstützpunkt Rammstein eine Reihe weiterer Aufgaben unternimmt. Und zwar Planung, Überwachung, Auswertung zugewiesener Luftoperationen. Da geht es nicht darum, wie die Drohnen genutzt werden. Postfaktisch. Faktisch. Das finden wir richtig und gut und das nehmen wir genauso wahr. Postfaktisch. Faktisch. Das Grundrecht auf Asyl hat keine Obergrenze. Aber 800.000 auf Dauer ist zu viel. Sie müssen uns glauben oder Sie glauben uns nicht. Das überlasse ich total Ihnen. Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Die Kanzlerin fordert vollkommene Aufklärung beim BND-Skandal. Ist es da nicht Zeit, den Herrn Edward Snowden nach Deutschland zu bringen? Ich sehe nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Das geht gar nicht. Ihr Wording ist einfach falsch. Spionage. Das ist völlig normal. Das gibt es in den meisten Ländern. Postfaktisch. Faktisch. Verschwörungstheorien. Reichsbürger. Chemtrails. Postfaktisch. Faktisch. Das BSI empfiehlt, das können Sie nachlesen, bestimmte Produkte, die gerade Ihnen es ermöglicht, Ihre private Kommunikation mit Kryptologie zu schützen. Das will keiner ändern. Da will auch keiner rangehen. Das ist ein Thema von Nerds für Nerds. Die Kanzlerin hat niemals gesagt, dass sie einen Deal mit Libyen abschließt. Der Deal mit der Türkei war auch kein Deal. Nein, wir haben mit der Türkei keinen Deal. Was denn? Postfaktisch. Faktisch. Wir tun alles bis hin zur Propaganda. Das ist praktisch postfaktisch. Faktisch. Die Bundeskanzlerin lügt nicht. Die Bundesregierung steht für eine atomfreie Welt. Das ist ein Zitat, oder? Das ist praktisch postfaktisch. Faktisch. Überall global und intergalaktisch. Und dass wir alle uns diesem Test unterziehen müssen von freien Medien, frei und unabhängig überwacht zu werden, finde ich ganz großartig. Und ich habe da großes Vertrauen auch in die Mündigkeit der Bürger, die durch ihre Arbeit, auch durch eigene Erkenntnisse, durch eigenes Nachdenken darauf kommen, was wohl eher der Wahrheit entspricht als anderes. Money, I want more money. I don't even know why. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash.